Ja, Nachtrag zu machen Sie sich keine Illusionen. Vielleicht doch nicht ganz richtig. Man sollte natürlich nicht in die eigenen Gruben fallen, die man sich baut. Ich habe immer gepredigt, dass man mit einem Power Divider auch ordentlich gleichmäßige symmetrische Abschlüsse garantieren soll. Das heißt, ich sollte eigentlich auf meinem Digitalvoltmeter eben nicht hochohmig abschließen. Ein Digitalmultimeter ist ja hochohmig. Ich habe nun hier einen Durchgangsimpedanzwandler, also einen Durchgangs 50 Ohm Anpasser dazwischen geschaltet, damit mein Digitalmultimeter eben auch 50 Ohm hat. Die Anzeige ist nun 112,5. Und interessanterweise, schauen Sie sich das an, der thermische Messkopf 112,5. Also doch keine Illusion? Fragezeichen. Schönen Dank für diesen kurzen Rückblick und meine Entschuldigung, dass ich da selbst die Anpassung von 50 Ohm nicht berücksichtigt habe.